So, hat jeder was zu essen bekommen? Ja, war's lecker? Gut. Dann machen wir mal zügig weiter. Ich weiß nicht, ob ihr den Plan gesehen habt. Wir sind nur so ein bisschen hinten dran. Deswegen werde ich jetzt gar nicht groß was erzählen, sondern überlasse Benjamin direkt das Wort. Ich kann nur sagen, das wird nicht lustig, denn es hat mit Verantwortung zu tun. Viel Spaß. Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich wahnsinnig, hier zu sein. Es freut mich eben auch, dass ich jetzt nach dem Mittagessen dran bin, weil jetzt seid ihr nur müde, vorhin wärt ihr noch wütend gewesen und ungeduldig. Mein Name ist Benjamin. Ich arbeite in einer Firma, die heißt Interactive Things. Interactive Things ist ein Datenvisualisierungs-Designstudio aus Zürich, das ich zusammen mit zwei Kollegen vor nun 3 Jahren gegründet habe. Wir schreiben eine Publikation, das nennt sich datavisualization.ch. Da geht es eigentlich um alle Neuigkeiten und alle wichtigen Ereignisse aus dem Bereich der Daten- und Informationsvisualisierung. Wir schreiben über unsere eigene Recherche, wir dokumentieren aber auch Projekte, die andere Leute gemacht haben. Nun, die Verantwortung oder auch der Titel meines Talks, wie er in der Beschreibung stand, war etwas gar umständlich. Also er hieß die Verantwortung den Menschen und den Informationen gegenüber, die wir haben, wenn wir Visualisierungen gestalten. Ich habe nach einem schönen deutschen Wort gesucht, das human-centered übersetzt, und bin mit menschenzentriert dann nicht ganz glücklich geworden. Deswegen lasse ich mal human-centered einfach auch so stehen. Und in meinem Talk möchte ich gerne die Bedeutung human-centered auf 3 unterschiedlichen Ebenen diskutieren. Die erste Ebene, da geht es eigentlich, was wir wahrscheinlich alle hier kennen, ist human-centered im Sinne der Perzeption oder der menschlichen Anatomie. Also wie funktionieren Visualisierungen und weshalb funktionieren sie? Ich bleibe hier gar nicht lange, sondern ich sage, ich nehme einfach ein Beispiel, was uns allen sehr schnell klar macht, dass wenn wir die Informationen auf diese Weise dargestellt sehen, wir unglaublich Mühe haben, beispielsweise die Anzahl der Ziffer 5 in diesem Wirrwarr von Zahlen wiederzufinden. Das ist nicht mal ein Wirrwarr, eigentlich ist es sehr schön aufgeräumt. Trotzdem fällt es uns schwer, die 5 zu zählen. Und wenn wir nur eine kleine Variable in der Ausgestaltung ändern, fällt es uns sehr viel einfacher und es wird auf einmal offensichtlich. Ein zweites Beispiel, wo wir auf der einen Seite Daten als Ziffern enkodiert sehen und auf der anderen Seite dann eigentlich in eine visuelle Variable überführt sehen, die uns viel schneller Muster erkennen lässt oder Gewichtungen in einzelnen Bereichen hier für Frankreich erkennen lässt. Also, wenn wir user-centered im Sinne der Perzeption und Anatomie meinen dann eigentlich, dass wir versuchen sollen, Visualisierungen zu gestalten, die auf die menschlichen Eigenheiten rein unseres Wahrnehmungssinnes und dann der Verarbeitung in unserem Hirn zu optimieren. Und somit ist ja auch das Ziel eigentlich von Informationsvisualisierung nicht etwas Neues, etwas Innovatives, etwas Bahnbrechendes zu erschaffen, sondern eigentlich einen effektiven Zugang zu Geschichten, zu Erkenntnissen, zu Wissen zu schaffen. Die zweite Ebene, auf der ich human-centered Design von Visualisierungen betrachten möchte, ist der Bereich der Kognition und des Verhaltens. Und ich glaube, mich interessiert das halt wahnsinnig, weil ich ausgebildeter Interaktionsdesigner bin und somit das benutzerzentrierte Arbeiten für mich eine Gegebenheit ist in meiner Arbeit. Wenn wir als Interaktionsdesigner für Menschen Applikationen, Interfaces, Visualisierungen entwickeln, schauen wir uns den Mensch sehr genau an. Also wir betrachten die Einstellung eines Menschen, wir betrachten seine Tätigkeit, die er vor sich hat, wir betrachten seine Fähigkeit und wir betrachten seine Fertigkeit und nicht zuletzt betrachten wir auch seine Motivation, etwas zu tun.
Und nun, wenn wir aber mit dynamischen, interaktiven, datengetriebenen Visualisierungen arbeiten, haben wir eine zweite Komponente in unserer Arbeit, die wir berücksichtigen müssen. Und das sind die Daten selbst. Und die Daten haben, genauso wie der Mensch, auch Charakteristika. Die Daten haben eine gewisse Struktur, sie haben eine gewisse Textur, die Daten haben eine Qualität, die Daten haben eine Quantität und die Daten kommen in unglaublich vielen verschiedenen Formaten zu uns. Und genauso wie der Mensch können Daten unglaublich gehässige Zeitgenossen sein. Und die Arbeit an Projekten und besonders die Arbeit an Projekten, die uns sehr schwer gefallen ist, hat mich darüber nachdenken lassen, was für einen Prozess verfolgen wir eigentlich? Denn wir verfolgen grundsätzlich einen benutzerzentrierten Designprozess, den man eher aus der Human-Computer Interaction kennt. Und wie mixt der sich mit dem Prozess von datengetriebenen Visualisierungen? Und aus manchen Projekten, wo wir vielleicht etwas frustriert am Ende dastanden, habe ich mir dann überlegt, okay, für was verwenden wir die Zeit? Und ich habe mir das mal genauer angeschaut und habe unser Time-Tracking angeschaut. Also wir verbringen Zeit mit der Recherche in einem Projekt, wir verbringen Zeit mit der Konzeption, wir verbringen Zeit mit der Gestaltung, wir verbringen viel Zeit mit der Implementierung und dann kommt noch ein bisschen Projektmanagement, ein bisschen Diskutieren, ein bisschen Besprechen dazu. Und dann können wir das eigentlich so zusammenfassen und kriegen so wie ein Abbild, wie sich ein Projekt bei uns im Büro entwickelt. Und ich fand das wahnsinnig spannend und habe das etwas vertieft und habe mir unterschiedliche Projekte von uns angeschaut und wo wir wie viel Zeit investieren, weil ich wieso die Eigenheiten eines Projektes mal beleuchten wollte, um zu sehen, wo liegen denn die Knackpunkte oder wie sollte man es machen. Und vielleicht zwei, drei Projekte, die ich exemplarisch zeigen möchte und zeigen möchte, wo ist die Zeit hingeflossen. Das war ein Projekt, das wir zusammen mit der LIFT für die Stadt Genf gemacht haben. Es war eine öffentliche Ausstellung, hart an der Grenze zwischen Informationsvisualisierung und Informationskunst. Die präzisere Analyse der Daten, das hier ist, sind Telefonbenutzungsdaten über der Stadt Genf im Raum von einer Woche. Die präzisere Analyse hat dann auf statischen Postern stattgefunden und als zweite Komponente war eine dynamische Animation der Daten und in diesem Fall der Bewegungen der Personen über der, also durch die Stadt Genf hindurch dargestellt. Nun, das Projekt hat sich eigentlich so aufgebaut, wir hatten eine Recherchephase, die wir sehen, ist eigentlich sehr lang und das hat vor allem damit zu tun gehabt, dass wir im Bereich von öffentlichen Ausstellungen keine Ahnung hatten, was wir tun. Also brauchte es eigentlich ein gutes Stück Arbeit, bis wir mal herausgefunden haben, was ist denn die richtige Herangehensweise, um Leute auf der Straße mit Daten konfrontieren zu können. Die Konzeption, die Designphase, die Implementationsphase und wie ihr wahrscheinlich alle jetzt schon gesehen habt, gab es plötzlich so diesen einen Moment, oder, wo halt alles aufeinander prallt und die Deadlines enger werden und die Arbeit nicht weniger wird. Ein zweites Projekt war eine Applikation, die wir für die AXA gemacht haben. Da geht es um Energiebenutzungsdaten, die den Bewohnern eines bestimmten Hauses zugänglich gemacht wurden. Die Energie wurde in drei Dimensionen aufgeteilt. Das ist elektrischer Strom, das ist Wasserverbrauch und das ist Wärme. Und in dieser Applikation sollte der Benutzer eigentlich dazu animiert werden, einen bewussteren Umgang mit Energie zu pflegen. Ich denke, Visualisierung war in diesem Projekt eine Nebenrolle. Der Hauptantrieb war ja, das Verhalten zu verändern und dies erreicht man, wie wir hier herausgefunden haben, nicht durch die bloße Darstellung von Daten, sondern es braucht andere Motivationstreiber, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Und auch hier wieder habe ich mal die Zeit analysiert und was wir sehen, nach einer kurzen Recherchephase und einer Konzeptionsphase sind wir in den Designprozess eingestiegen. Natürlich
dadurch, dass es eine einigermaßen komplexe Visualisierung war, respektive Applikation war, ist der Implementationsteil sehr groß. Und dann aber hier das Spannende, dass wenn man mit Architekten zusammenarbeitet, wo die Sensoren dann erst am Schluss kommt, dann haben wir also diese lange Strecke, wo wir nicht wissen, in welchem Format kommen die Daten genau an und wie hoch ist die Frequenz der Daten und wann werden die letzten Sensoren angeschlossen. Also hier eine unglaublich spannende Projektentwicklung für uns. Das dritte Projekt ist das WIDE-Projekt, da geht es um die World Inequality Database of Education, das wir für die UNESCO gemacht haben. Und es ist eine Visualisierung, die eigentlich den unterschiedlichen Zugang zu Ausbildung in circa 100 Ländern, hauptsächlich Entwicklungsländern, darstellt und so Researchern, Journalisten oder einem interessierten Publikum zugänglich machen soll. Wenn ich diese Kurve anschaue und auch wieder eigentlich Research, Konzeption, Design und Implementation, habe ich so das Gefühl, dass wir langsam aber sicher so wie ein Gleichgewicht kriegen und eine gesunde Projektentwicklung kriegen. Und ich war aber noch nicht ganz zufrieden, mit nur unserem Prozess anzuschauen. Also habe ich mich entschieden, einige Freunde zu fragen. Und mit einigen Freunden meine ich eigentlich die Elite von Datenvisualisierungsgestaltern und gefragt, was ist denn euer Prozess? Wie handhabt ihr die Projekte? Wo investiert ihr? Wie viel Zeit? Wie ist die Abfolge? Und ich bekam dann einen bunten Haufen von Antworten zurück, die ich erst einmal strukturieren wollte, um zu sehen, wo gibt es Bereiche, die alle Personen gleich tun oder wo sind die Unterschiede der einzelnen Personen. Und ich habe aus diesem Wirrwarr dann mal das Beste jetzt für euch zusammengestellt, habe dies aber leider ohne Frankenstein gemacht. Sorry, Carlo. Aber der Deckungsgrad ist unglaublich hoch. Was gemein ist, ist eigentlich eine erste Phase, wo wir uns informieren. Wir informieren uns über die Ziele, über die Vision, wir informieren uns über das Publikum. Und dann die große Arbeit der Datenaufbereitung, also die Recherche der Daten, die Jan bereits erwähnt hat oder auch Moritz erwähnt hat, das Formatieren der Daten, es in einen produktiven Zustand zu überführen. Und dann das Untersuchen, also erst einmal mit den Daten zu spielen, zu verstehen, was ist eigentlich die Textur der Daten, wie fühlt sich das Ding an, wie ist die Verteilung, wo sind die Durchschnitte. Und dann durch diese Untersuchung eigentlich herauszufinden, okay, und wo sind die spannenden Bereiche, welche sind die interessanten Geschichten und welche Aussagen wollen wir damit machen. Dieses versuchen wir über visuelle Mittel, also wir schauen uns dann nicht das Excel an, sondern wir plotten das auch wieder, wie Moritz das wunderschön gezeigt hat, wir plotten das in vielen verschiedenen Varianten, um unterschiedliche Blicke auf die Daten geben zu können. Und wir befragen dann diese Skizzen, die wir gemacht haben, ist es die Aussage, die wir machen wollen, sind es die Geschichten, kommen die Geschichten beim Benutzer an, also wir betrachten eigentlich unsere Skizzen sehr kritisch und fragen, matcht das nach wie vor mit dem Ziel, das wir gehabt haben. Und erst wenn wir dieses bejahen können, können wir eigentlich in Designarbeit reingehen und das klassische, das Interaktionsdesign erarbeiten, das visuelle Design erarbeiten. Und wir implementieren die Lösung, sobald diese Spezifikation dann eigentlich klar ist. Wir evaluieren sie und hier sind wir wieder nah eigentlich beim Human-Centered Design-Prozess, also dass wir unsere Lösung jeweils mit den Benutzern testen und prüfen, ist Benutzbarkeit und Nützlichkeit gewährleistet. Und wir publizieren sie, also wir schalten sie live, wir beobachten, wie die Benutzer damit umgehen und eben das eine oder andere Mal wird auch gefeiert. Das ist aber nicht ein abgeschlossener, geradliniger Prozess, oder? Sondern eigentlich in der Skizzenphase und wenn wir die Skizzen befragen mit, sind das die richtigen Aussagen, die wir erzählen, ist sehr häufig der Fall, dass wir eigentlich wieder einen Schritt zurück machen müssen, wenn wir eben nicht die Stories finden, nach denen wir gesucht haben. Oder auch, wenn wir in der Evaluationsphase dann mit den Benutzern herausfinden, dass das Interaktionsmodell nicht mit dem mentalen Modell des Benutzers übereinstimmt, dass wir noch einmal einen Schritt zurück machen und von neuem iterieren.
Die dritte Stufe, wie ich Human-Centered Design diskutieren möchte, ist für mich nach wie vor die schwierigste verständlich, also die schwierigste, die ich mir selber verständlich machen könnte. Und wenn ihr Gedanken dazu habt, dann unbedingt mit mir teilen, denn ich versuche mich da reinzudenken, aber ich bin definitiv noch nicht da angekommen. Also es geht um Emotion, also wie wir oder eben was wir erreichen, wenn wir visualisieren und gestalten, und zwar wirklich beim Menschen. Und dieses dann auch wieder in Anlehnung eigentlich an das visuelle Storytelling oder an das Storytelling through Data, also das Geschichtenerzählen durch Fakten und durch Daten. Und Geschichten haben halt die wunderschöne Eigenschaft, dass sie eigentlich in sich abgeschlossene Pakete sind, die wichtigsten Parametern erfüllen. Also in den Geschichten sind Fakten drin, da sind die Informationen drin. Die Geschichten kommunizieren häufig ein Wissen, sie geben aber auch Kontext und sie zielen klar auf eine emotionale Reaktion des Betrachters ab. Und wenn ich mir dieses so überlege und wenn ich das so sage, dann frage ich mich, und ich möchte jetzt mal von einer anderen Seite an diese Grafik herangehen und die Frage stellen, welche Geschichte erzählt diese Visualisierung? Es wird unglaublich häufig als eines der besten Beispiele von Informationsvisualisierung genannt. Meine Frage ist hier, welche Geschichte erzählt sie? Wenn ich sie einfach so anschaue, erzählt sie die Geschichte einer riesengroßen Anzahl, die über Zeit und Geografie kleiner wird. Sie erzählt nicht die Geschichte von Soldaten, die im sibirischen Winter erfrieren, die ertrinken oder die verhungern. Und wenn ich darüber nachdenke, dann muss ich auch mir die Frage stellen in unserer Arbeit, welche Geschichte erzählen wir mit dem UNESCO-Projekt? Erzählen wir die Geschichte, dass ich wahrscheinlich nie einen Schulraum von innen sehe, wenn ich in Somalia in einem der ärmsten Haushalte als ein Mädchen geboren wurde? Weil dann habe ich genau 1% Chance, dass ich einen Tag in einer Schule verbringen kann. Und wenn ich so kritisch werde Visualisierung gegenüber, dann frage ich mich, ja, muss denn Visualisierung explizit sein, um berühren zu können? Also müssen wir Medien verwenden, die auf einer emotionalen Basis mit uns sprechen? Müssen wir Blut beispielsweise als Parameter nehmen, um Opfer in menschlichen Konflikten darzustellen? Oder gelingt es uns auch, die Opfer auf einer sehr abstrakten Ebene darzustellen? Und was wir hier sehen ist Everyone, Every in the World von Peter Knorack, der die Visualisierung auf das Einfachste reduziert, nämlich das gesamte Poster sind alle Menschen, die je gelebt haben auf dieser Erde. Und die ausgeschnittenen Kreise sind alle Menschen, die durch Genozid zu Tode gekommen sind in der Geschichte der Erde. Also wenn es nicht explizit sein muss, müssen denn Visualisierungen unbedingt berühren, um aussagekräftig zu sein. Und auch hier wieder, wenn ich mir die Beispiele ansehe, die ich als berührend oder eben als aussagekräftig anschaue, wie dieses Beispiel von CNN, wo es darum geht, eigentlich die Opfer im Irak- und Afghanistan-Krieg darzustellen. Und wie das CNN versucht, ist, sie nehmen den Ort des Todes und den Ort, wo die Person gelebt hat, und stellen sie einander gegenüber. Und sie gehen dann wie noch einen Schritt weiter, als nur das Opfer von einem, also das in einem fern entfernten Land gestorben ist, zurück nach Hause zu bringen, sondern sie kontextualisieren das dann auch noch mit wem aus der anderen, also mit welchen anderen Personen, die auch aus dieser Gemeinde gekommen sind, die vielleicht ebenfalls in einem solchen Krieg umgekommen sind. Hier natürlich das Datenset wahnsinnig erschütternd und vielleicht deswegen sehr einfach, dass es mit uns spricht. Aber es könnte auch eine Visualisierung wie diese sein, die in ihrer Einfachheit eigentlich sehr leicht kommuniziert. Das ist die Windmap. Sie versucht ein naturelles Phänomen darzustellen, nämlich den Wind. Und wenn wir aber
das auf einen bestimmten Moment in der Zeit gemappt haben, merken wir auch wieder, dass dies eine sehr emotionale Geschichte von einem Sturm erzählt. Oder dass eine einfache Visualisierung des Wasserspiegels, wenn wir sie über die Zeit, wie sich der Wasserspiegel entwickeln wird, anschauen und wenn wir uns vorstellen, dass wir in Charleston leben, dass die Informationen, die dann kommuniziert werden, viel stärker mit uns sprechen als eine bloße Darstellung des Meeresspiegels. Also für mich sind es Visualisierungen oder eben auch Geschichten, die auf einen einzigen Gedanken reduziert werden können. Und einen einzigen Gedanken kommuniziert auch diese Visualisierung hier. Eigentlich erzählt sie zwei. Diese Visualisierung ist die durchschnittliche Lebenserwartung. Da haben wir 80 Jahre. Die erste Geschichte, die sie aber erzählt, ist schon, dass die durchschnittliche Lebenserwartung 80 Jahre nur für Männer gilt, für Frauen aber 84, fast 85 Jahre ist. Also die erste Geschichte haben wir eigentlich bereits abgehandelt. Sie erzählt aber noch eine zweite Geschichte. Das hier ist mein Leben. Das ist die Zeit, die vergangen ist, und das ist die Zeit, die wahrscheinlich noch vor mir liegt. Und eigentlich geht es mir darum, das ist meine persönliche Geschichte, das ist das Leben, was ich geführt habe, das sind die Erinnerungen, die ich behalten habe, das sind die Menschen, die ich getroffen habe. Und ich möchte euch bitten, einfach kurz zu überlegen, wo ist eure Geschichte, welche Felder habt ihr ausgefüllt, welche liegen noch vor euch? Und in diesem Sinne reduziert eigentlich die Visualisierung die Geschichte nicht mehr aufs Geschichten erzählen, sondern dass der Betrachter die Geschichte sich selber erzählt. Und somit wird aus der Visualisierung ein Konzept, was eine Visualisierung in euren eigenen Köpfen ist. Vielen Dank.